Das habe ich nirgendwo erlebt. Wir sitzen hier, ja. Es kommen Leute, die ich nicht kenne, schauen herum, freuen sich. Ja. Manchmal fragen sie, was ist das hier? Ich sage, es ist ein Garten. Okay. Schön, schön, sagen sie. Ja. Ich glaube schon, dass mehr und mehr Leute sich Gedanken darüber machen, wo kommt mein Essen eigentlich her oder was bekomme ich zu kaufen und woher kommt das dann? Den Bezug verloren zu haben, so wie wächst eigentlich was? Deshalb kenne ich einige, die eben wirklich gärtnern wollen und das auch gemeinsam. Was natürlich noch faszinierend ist für viele Leute, die dafür offen sind, ist halt, dass sie Gemüsesorten entdecken können, die jetzt nicht an jeder Ecke wachsen, sondern die halt unsere Migranten mitgebracht haben. Zum Beispiel Frau Wie kultiviert Gemüse aus Vietnam, wofür man hier in Deutschland gar keinen richtigen Namen hat. Was ich denke, ist, dass es auch Zeiten wieder geben kann oder auch im Moment die Preise so steigen, dass es für Menschen, die wenig Geld haben, doch wieder wichtiger wird, dass sie sich in der Zeit, wo sie hier ernten können, auch Sachen sparen, die sie dann nicht im Supermarkt kaufen. Wenn keine Flächen mehr am Boden da sind zum Anbau und aber der Wunsch da ist, sich in der Stadt auch ein bisschen selbst zu versorgen, zumindest teilweise, sind Dächer da eine ganz gute Möglichkeit. Und wenn man sieht, welche Wirkung diese Gärten haben, weit über diesen einen Ort hinaus, dann sieht man schon, was das bringen kann. Und zwar nicht in Form von, wir sind in der Lage, die Städte selbst zu versorgen, das ist eine ganz andere Frage, sondern darüber nachzudenken, dass die Zukunft und das Leben in den Städten in Zukunft völlig anders aussehen kann. Das leisten diese Gärten. Und sie leisten das nicht in Form von irgendwelchen theoretischen, abstrakten Visionen, sondern konkret. Man geht da rein, man sieht es, man spürt es, man kann mit den Menschen reden, die es tun. Dass man nicht passiv durch die Stadt läuft und sagt, hier bin ich als Lebewesen, ich muss das irgendwie so verändern, dass es zu mir passt. Und es wird für mich stimmig, wenn ich die Sache grün mache. Ich lebe nicht von Beton und nicht von Autos, ich lebe davon, dass die Welt gesund und grün ist, also verändere ich die Welt.